Hey Freunde, was geht? Hier ist der Toki. Willkommen zum Video. Heute geht es um das neue Sturmgewehr VHXD3. Das schaltet ihr mit Stufe 19 des Battle Passes frei. Die Waffe besitzt eine Feuerrate von 850, was sie zu einem absoluten Monster im Nahkampf macht. Gerade auf der neuen Map Geheim kann man mit dem Ding richtig abgehen. Das hat dazu geführt, dass es jetzt schon die ersten Leute gibt, die sie für OP halten und meinen, das wird jetzt die neue Meta. Ganz ehrlich Leute, da bin ich ein wenig skeptisch, denn die Waffe ist zwar stark, aber eben nicht OP. Es gibt einige Waffen, die in einer ähnlichen Liga spielen. Schauen wir uns einfach dafür mal die Time to Kill der VHX im Verhältnis zur GW46 und RM68 an. Da sieht man gleich, die TTK ist nicht wirklich besser. Am Anfang ist sie praktisch gleich mit der GEW46, hinten raus sogar deutlich schlechter. Das heißt, wir haben es mit einer Waffe zu tun, die natürlich ganz oben mitspielt und auch mit den Top-Waffen mithalten kann, sie aus meiner Sicht aber eben nicht übertrifft. Wenn wir diesen Vergleich hier mal weiterziehen wollen, ist natürlich ein Vorteil der VHX, dass man mit ihr ein 40-Schuss-Magazin ausrüsten kann. Bei den anderen beiden Waffen geht maximal ein 30er-Magazin. Allerdings ist die Nachladezeit mit guten 2 Sekunden bei der VHX auch nicht die kürzeste. Da muss man dann auch schon immer ein wenig auf das richtige Timing achten. Was oft gar nicht so leicht ist, weil man sich im Idealfall eigentlich dauernd in Nahkämpfen befindet. Dort könnt ihr die hohe Feuerrate am besten ausspielen. Deswegen auch meine ganz klare Empfehlung an euch, wenn ihr mit der Waffe unterwegs seid, immer schön ab an die vorderste Front, sucht die Close Range Fights und geht richtig hart rein. Man kann selbstverständlich auch was auf Distanz reißen, der Rückstoß ist zwar da, aber nicht besonders schlimm, das sollte eigentlich für jeden kontrollierbar sein. Dementsprechend kann man damit auch mal locker ein paar Gegner weglasern, obwohl es natürlich Waffen gibt, die dafür im Großen und Ganzen besser geeignet sind. Beim Waffensetup würde ich euch empfehlen, voll und ganz auf Präzision zu gehen. Also obenrum erstmal ein schönes Holo, dann das Standardmagazin erweitert. Das dauert leider ein bisschen, bis ihr es freigespielt habt. Bis dahin geht das 30-Schuss-Magazin allerdings auch ganz gut. Untenrum dann den BCG-Griff und auf dem Lauf den taktischen Kompensator. Streuung ist das ekligste Element im gesamten Spiel. Man sollte immer nach Möglichkeit schauen, die so gering wie möglich zu halten. Und dafür sind diese beiden Aufsätze hervorragend geeignet. Solltet ihr doch Probleme mit dem Rückstoß haben, könnt ihr alternativ natürlich auch was zur Reduzierung drauf tun. Was übrigens auch gar nicht mal so schlecht ist, ist die High-Power-Munition. Die ist von der reinen TTK ja sogar ein bisschen besser als die Standard. Der Schadensabfall tritt hier einfach um einiges später ein. Man sieht es recht gut in dieser Tabelle. Warum empfehle ich euch trotzdem Standard-Munition? Nun, aus dem einfachen Grund, dass man mit High-Power einfach nur ein 20-Schuss-Magazin dabei hat und das ist einfach viel zu wenig. Man ist dann eigentlich andauernd mit Nachladen beschäftigt, gerade auch deswegen, weil mit High Power die Nachladezeit auch nochmal einen Tick erhöht wird. Es kann natürlich sein, dass es für den einen oder anderen sehr defensiven Spieler ausreicht, ich würde es euch allerdings wirklich nur in Ausnahmesituationen empfehlen. Unterm Strich ist die VHXD3 eine sehr spaßige und runde Waffe. Sie ist jetzt nichts Besonderes, aber was erwartet man denn auch von einem eher klassischen Sturmgewehr? Ich kann euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen, sie mal ein wenig zu spielen, sobald ihr sie freigespielt habt. Ich weiß, das dauert leider seine Zeit, bisher ist es leider eher zäh, den Battle Pass hochzuspielen. Allerdings kann es gut sein, dass DICE in der Hinsicht bald Änderungen vornimmt und dass es in Zukunft ein bisschen schneller gehen wird. Das werden wir allerdings noch abwarten müssen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch generell im Battlefield verbessern könnt, solltet ihr euch auf jeden Fall mein neuestes Video dazu anschauen. Das könnt ihr jetzt hier anklicken. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein!